Jacqueline Feldmann, schön, dass du es geschafft hast. Hallo. Rein in unser gutes Wohnzimmer. Du kannst gerne Hallo sagen. So, setz dich rein. Ja, wir haben gerade ein Mikroproblem. Du nimmst am besten erstmal. Genau, erstmal kurz Tanjas. Ja. Du kannst auch gerne was essen. Ja. Also ich habe so ein großes Stück. Okay. Genau. Ich würde dir auch, wenn du magst, mein Stück anbieten, weil wir nur zwei Stücke haben. Und Judith und ich gucken zwar aus der Wäsche. Wenn du magst, soll ich es erstmal hier hinstellen oder möchtest du es? Okay. Also ich bin ja auch gerne. So, Tanja würde auch teilen, aber wir haben ja zwei, wir kommen schon klar. Vier Mädels, zwei Riesenstücke, alles klar. Hi. So, du bist Comedian. Ah, da ist noch das zweite Mikro. Perfekt. Du darfst gerne ein bisschen Kuchen essen, ist alles gut. So, Jacqueline, du bist Comedian. Du bist witzig. Ja, eventuell, ja, ich hoffe doch. Ja. Ein bisschen witzig. Du bist gerade mal 20 Jahre jung. Nein, 21. 21 schon, du bist schon überall auf der Welt volljährig. Genau, das ist doch schön. Das ist ich hab's geschafft, ja. Und du gehst gerade ganz schön steil. Du hast jetzt dein erstes Solo-Projekt auf die Beine gestellt. Ja. Du gehst jetzt schon auf Tour. Ja, genau. Also ich habe das Solo, das heißt zum Glück verrückt. Yay. Und das habe ich jetzt vor kurzem fertiggestellt und fange jetzt an. Jetzt ist ja bald das Köln Comedy Festival und da starte ich dann auch mit dem Soloprogramm im Ateliertheater. Genau. Oft wirst du ja auf deinen Namen angesprochen. Genau. dass du ja auch als Teil deines deiner Witze nutzt. Jacqueline. Genau. Ja, genau. Bist du natürlich in Köln genau richtig, ne? Die Kölner, die sind ja gerne da mal, ey Jacqueline, komm mal da weg jetzt. Ja also damit spiele ich schon, ne? Also vor allem am Anfang des Programms, wenn ich mich erstmal vorstelle vor den Leuten, die müssen erstmal wissen, wen sie sich da anschauen. Und dann spiele ich schon damit und mache auch Witze drüber, aber es ist jetzt nicht Hauptbestandteil von meinem Programm und ist auch nicht irgendwie das, womit ich mich identifiziere. Ist einfach mein Name und den ich dann kurz erwähne und dann auf die Klischees eingehe. Was sagst du dann so? Ja, ich sag dann so zum Beispiel, das ist wirklich so, dass viele Leute immer auf mich zukommen mit diesen typischen Klischees von wegen, ja, Jacqueline, dein Freund, der heißt doch bestimmt auch Justin und so, ne? Also die gehen dann immer auf irgendwelche anderen Namen noch ein, dann muss ich immer sagen, nein, da heißt Kevin. Oder ja, ich wollte gerade sagen, oder Kevin. Der heißt tatsächlich Kevin, ne? Nein. Das ist doch, also wirklich. Ja, der heißt Kevin, das ist echt total geil, ja. Jacqueline und Kevin, ja, cool. Ja. Gesucht und gefunden oder so, ja. Wer sind denn sonst so deine Opfer? Man hat ja, also jeder Comedian... Das klingt so krass. Ja, aber jeder Comedian, Bülent Ceylan zum Beispiel, immer auf seinen Vater. Ja, nee, also das mache ich eigentlich nicht. Also ich habe natürlich schon ein paar Figuren in meinem Programm drin. Der Kevin kommt drin vor, aber jetzt auch nicht oft oder lange. Dann habe ich noch eine beste Freundin Franzi, die ist dabei. Doch, die kriegt schon auf die Schnauze. Ja, doch. Aber sonst eigentlich eher so mein Kosmos, ne, was ich so erlebe. Und Was du über die Franzi erzählst, das wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Meine beste Freundin Franzi, also Franzi, die ist so eine, Franzi, wie beschreibe ich die kurz? Franzi, also eigentlich heißt sie gar nicht Franzi, eigentlich heißt sie Alexandra Lehmann, aber sie hat gesagt, ey Jacqueline, wenn du auf der Bühne stehst, bitte erwähne meinen Namen nicht. Deswegen sagen wir jetzt einfach Franzi zu, weiß nicht. Franzi ist auch so eine Powerfrau, wirklich, ich muss sagen, das ist eine Powerfrau, die steht wirklich mit Beinen voll auf dem Schlauch. Ne? War ich jetzt ganz normal Fitness mit Franzi zusammen, wir gehen jetzt mal ins Sport, ins Fitnessstudio. Und Franzi, die liebt Sport, über alles, wirklich, die liebt Sport, ne? Nur der Teil nach dem Anziehen der Turnschuhe gefällt jetzt nicht so. Ne? Da ist sie ein bisschen dagegen. Ja. Nehmen die dir das denn böse, wenn du über dich sprichst? Nö, alles gut. Wir sind noch befreundet, ja. Und sind das alles ehrliche Geschichten? Also wirklich die Wahrheit? Ja, also ich muss sagen, in meinem Programm, das geht ja 90 Minuten und ich sage immer, so 60 Minuten davon sind wahr. Ne? Also der Rest, so die 30 anderen Minuten, die sind dazu erfunden und der Rest ist eigentlich schon irgendwo aus irgendeinem Ursprung gibt es immer für diese
Geschichte, weil ich mir das immer schwierig vorstelle, so dieses, dieses Muss, okay, ich muss jetzt witzig sein und ich nehme das aus meinem Alltag und mir müssen jetzt irgendwelche witzigen Geschichten passieren. Mein Freund muss was Witziges machen oder meine Freundin oder wer auch immer. Und wartet man da nicht die ganze Zeit drauf, so okay, mir muss jetzt was passieren und sonst schmückt man es ein bisschen aus? Okay, ich glaube, wenn man das macht, dann ist man, glaube ich, nicht lustig, wenn man die ganze Zeit auf so Situationen wartet. Ich glaube, das muss man einfach so kommen lassen, ne? Wenn man dann irgendwo merkt, man redet gerade in einer gemütlichen Runde über irgendein Thema, wo alle auf einmal was zu erzählen haben und alle lachen und dann denkt man sich so, okay, irgendwie beschäftigt das uns alle und das ist ein cooles Thema und dann nehme ich das, dann mache ich so die Comedy-Schraube da rein und dann wird's lustig, ne? Ja, sowas halt. Aber ich laufe jetzt nicht durch die Gegend, erzähl mir einen Witz, ne? Oder so. Das mache ich nicht. Aber könntest du jetzt auch so spontan lustig sein, sag ich jetzt ja, mal? Ja, das ist ja immer so, ne? Die, oh, du bist ja eine gute Frage. Witz, oder geht das dann nicht? Also, ja, doch, wie also ist schon. Denn? Oder du bereitest dich dann vor auf eine Show und dann machst du deine Show, oder? Also eigentlich bereite ich mich nie vor, weil ich lasse es immer so spontan passieren, weil spontan ist meistens am witzigsten und wenn man selber irgendwie so eine aufgeschlossene, offene Person ist, dann glaube ich, ist man einfach irgendwie lustig. Aber dass ich jetzt irgendwo sage, okay, heute bin ich bei Köln TV, jetzt lerne ich mal ein paar Gags über Köln. Und so, ne, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ne. Tanja, bist du denn auch lustig? Kannst du auch lustig sein? Bist du gut im Witze erzählen? Also früher, ne? Jetzt kommst. Nee. Aber jetzt mal wirklich so mit 10, 12, da konnte ich wirklich, da hatte ich so viele Witze im Kopf. Ne, ehrlich, da konnte ich ein nach dem, ich hatte bestimmt so 50 Witze, konnte ich nacheinander, ich hatte die alle in meinem Kopf, ist wirklich so. Du konntest die alle, hast die auch jedem erzählt. Weil mein erzählt. Vater, der hat immer Witze erzählt. Ne, ehrlich, und ich habe dann immer, hieß wirklich so, Tanja, erzähl mal einen Witz. Und dann fing ich, ja, und ich, ja, okay, alles klar, bla bla bla. Okay, und dann habe ich Witze, erzähl mal einen Witz. Aber jetzt, ich und weiß ja heute keinen dann, mehr. Also, ich weiß auch, der da jetzt nicht. Ist. Ja. Nee, der ist schlecht. Okay, trotzdem okay ich wüsste jetzt Witz. Noch ein, zwei, aber die werden wirklich so ist glatt egal. Und so schlecht. Ne, das egal. Lassen wir ehrlich. Am besten Blondinenwitz, ne? Ich kann gar keine Witze erzählen. Blondinen. Judy, hast du einen Witz? Ich bin unlustig. Okay, wir sind alle langweilig, wir sind alle total lustig. Ich habe einen Witz, aber der ist pervers. Also der ist ein bisschen, Witz ist pervers, ist so, super. So ein bisschen passt. Männerwitz. Pervers. Hau raus. Ja komm, okay. Du bist ja hier auch Comedian. Und, ja, aber das ist ein mal. Witz. Ne? Das ist jetzt also nichts, was ich... Ne? Also okay, geht ein Mann zum Arzt und sagt so, ja, Herr Doktor, Sie müssen mir jetzt sagen, was ich habe. Da sagt der Arzt, ja... Es tut mir leid, aber Sie müssen aufhören zu masturbieren. Dann sagt er, warum? Ja, weil sonst kann ich Sie nicht untersuchen. Ja. Das ist halt ein Männerwitz. Ja. Ne? Also, ich finde den auch gut. Ja. Okay, du musst es nachdenken. Okay. Ja, da wird der Witz noch erklärt da hinten. Ja, das ist so. Liebe Judy, was geht denn im Netz denn die Community? Also den Spontanwitz, den hat wirklich, wer hat das eben gefragt? Christoph hatte dich eben gefragt, ob du einen Spontanwitz machen kannst. Den hatten wir jetzt. Ich hoffe, Christoph ist auch, bist damit zufrieden, ne? Und dann hatte ich aber eben noch eine Frage an Tanja. Und zwar, du hast dich ja jetzt ausgezogen, ob du jetzt irgendwie Angst hast, dass dir das vielleicht, keine Ahnung, beim Beruf, im Berufswegen irgendwie im Weg stehen könnte. Also, dass irgendwie der Chef sagt, ey, hör mal zu, wollen wir nicht. Ich hoffe nicht, ne? Also klar, ein paar Bedenken habe ich natürlich, aber ich meine, ich habe Journalismus studiert und auch schon bei verschiedenen Medien gearbeitet und eigentlich sind die Medien ja relativ offen, was das angeht, ne? Also in anderen Berufen könnte man da wahrscheinlich mehr Probleme bekommen, von daher also du willst keine denke Bankerin ich werden, und hoffe oder? Ich, nee, hatte ich auch nie vor, ich möchte keine Bankerin werden, also. Aber wäre das was für, dich? Was? Ausziehen? Ausziehen? Nackig nein. Nein. Ich ziehe mich gerne zu Hause aus, aber ich sonst. Ich habe auch mal gesagt, ich ziehe mich nicht aus. Außer für den Playboy, ne? Ja, ach, ich würde mich auch nicht... Ja. Oh, das sage ich natürlich nicht, ne? Also, kommt auf die Summe an, Leute. Also, ne? Nein. Eine Million, Quatsch. Nein. Nee, das sage ich nicht. Also, ich glaube, man muss darf ein Typ dafür bestimmt. Sein. Ich glaube, man muss ein Typ dafür sein. Nein, ich bin da kein Typ für. Ich mache lieber Witze. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit lachen. Ich könnte mich gar nicht ernst nehmen dabei. Nein. Wir haben auch viel gelacht beim Shooting. Ja, es war auch witzig. Aber es sind ja wirklich die unterschiedlichsten Leute, die das machen. Ob's also aus jeder Branche. Ob es Sportler sind oder Schauspieler oder... Hat schon mal ein Comedian gemacht? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Du könntest die Erste sein. Ich meine, es gibt ja auch sehr wenig Frauen, ne, in der Comedy-Szene. Das und stimmt. Es gibt auch meistens nicht so ganz
sehr attraktive Frauen, wenn Cindy es mal, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Cindy im Playboy möchte. Ich mag die Frau sehr gerne, es ist wirklich sehr lustig, aber ich glaube nicht, dass sie über den Playboy sich aussöhnen würde. Wie ist das denn mit den ganzen alten Comedy-Stars, also na, Mario Barth, Cindy aus Marzahn oder Ralf Schmitz oder wie sie auch alle heißen, nehmen die dich ernst, so als 20-jähriges Küken, oder musst du dich da noch beweisen und sagen, okay, hey, hier bin ich, mich gibt's auch, ich bin gut? Ja, also dass man als Newcomer arbeiten muss, das ist klar. Also man muss wirklich schon kämpfen und sich da irgendwo behaupten. Aber ich habe zum Beispiel letzte Woche auch bei der Nippesnacht hier in Köln, habe ich zusammen mit Johann König gespielt. Und super Typ, super nett und alles gut. Ich habe sogar vor ihm noch gespielt und er hat dann danach mir gespielt und alles in Ordnung. Ne? Also alle sehr nett und auch aufgeschlossen und sagen, hey, mach weiter und gutes Set und so. Und da ist keiner irgendwie, dass er da jetzt sagt so, nee, hör mal auf, du bist scheiße oder irgendwie nimm mir meinen Platz nicht weg oder so. Ne? Da nicht, ja. Judy, gibt's noch eine letzte Frage aus dem Chat? Eine Frage war eben noch, ob man als Comedian auch in echt so lustig ist. Wenn du da kurz drauf antworten könntest. Oder wirklich nur, wenn das Licht angeht und du auf der Bühne stehst. Nein. Okay. Nein.